einer Welt, die immer komplexer wird und immer komplizierter, da gibt es viel zu erforschen, viel zu entscheiden und viel zu gestalten. Wir in Oberösterreich, wir wollen vordenken und gestalten. Wir wollen Möglichkeiten schaffen. Dazu braucht es von Zeit zu Zeit einen Perspektivenwechsel. Sehr geschätzte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu unserem insgesamt bereits 17. Dialog der Academia Superior. Es freut mich, dass wir hier heute Magister Erwin Wurm begrüßen dürfen und an seiner Seite Herrn Professor Hengstschläger, dass wir gemeinsam Ihren Ausführungen auch lauschen dürfen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren, spannenden, interessanten Abend und ich freue mich ganz besonders, dass unser Herr Landeshauptmann, Kulturreferent Magister Thomas Stelzer auch bei uns ist und ich darf ihn um seine Grußworte ersuchen. Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend, herzlich willkommen und danke der Academia Superior mit unserer Präsidentin, Landeshauptmann, Stellvertreterin Haberlander an der Spitze. Gesellschaft für Zukunftsforschung und ich gebe zu, und Sie erleben das ja auch, wenn man über die Zukunft unseres Landes spricht, was brauchen wir denn so, wohin müssen wir uns entwickeln, dann ist man in einer sehr schnellen und oberflächlichen Diskussion oft bei der Frage, was braucht der Standort? Ein Standort, der sich als Wirtschaftsraum auf internationalen Märkten bewähren muss. Was brauchen wir dafür? Wie viel Innovation? Welche Innovation? Das ist auch gut, das brauchen wir auch, aber es wäre zu kurz gegriffen. Wir wären sicher nicht ein Land mit so einer breiten und hohen Lebensqualität, wenn wir uns ausschließlich nur auf die spannende, aber trotzdem nur wirtschaftliche Fortentwicklung konzentrieren würden. Und Academia Superior legt daher die Fragen, das Weiterblicken in die Zukunft hinein, Gott sei Dank auch breiter an, insbesondere eben heute Abend mit dem spannenden Titel und dem spannenden Gesprächspartner, mit dem Perspektivenwechsel aus der Sicht der Kultur, auch unsere Gesellschaft zu betrachten, nach vorne zu blicken. Und dafür danke ich ganz besonders herzlich. Ich bin fest davon überzeugt, wie wahrscheinlich sehr viele hier in diesem Raum, wir wären beileibe nicht ein so erfolgreiches Land, wenn wir nicht eben auch ein Kulturland wären. Und heute Abend ist Erwin Wurm ein wirklicher Künstler von Weltformat, auf den wir stolz sind und wo es eine große Ehre ist, dass Sie heute bei uns in Oberösterreich zu Gast sind, eben hier bei Academia Superior zu Gast. Und stellt sich dem Gespräch, der Unterhaltung mit Markus Hengstschläger, der ja auch Kraft Person dafür steht, an die Grenzen oder über die Grenzen heranzugehen und darüber zu blicken und unsere Perspektiven auch entsprechend zu erweitern. Und das ist es wahrscheinlich auch, was Kultur und was Kunstschaffende für uns machen oder mit uns machen, indem sie uns immer wieder konfrontieren, auch fordern, auch ganz, ganz oft einfach so richtig froh und glücklich machen durch ihr Schaffen, aber ganz bestimmt Seiten in uns ansprechen, die andere eben nicht erreichen können und die wir selber dann für uns nicht weiterentwickeln könnten. Daher freue ich mich, so wie Sie alle, auf diesen Abend. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Ein Dialog wie dieser braucht Unterstützer, braucht Partner und ein Unterstützer, eine Unterstützerin, die wir als Academia Superior schon über viele Jahre unsere Wegbegleiterin nennen dürfen, ist die Hypo Oberösterreich und es freut mich sehr, dass Dr. Andreas Mitterlehner heute sich und darf dich um deine Grußworte ersuchen. Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich auch eine kurze Schleichwerbung für die Hypo Oberösterreich mache, dass Sie als Kooperationspartner von Academia Superior ganz herzlich zu diesem heutigen Dialog willkommen heißen. Der gute Besuch kommt nicht überraschend, nachdem mit Herrn Professor Wurm ein ganz exzellenter Künstler zu Gast ist, mit Professor Hengstschläger auch ein eigenes Format inzwischen gebildet wurde als Gesprächspartner, wo man gerne zuhört. Und wenn das heutige Format unter dem Titel Perspektivenwechsel steht, dann glaube ich, tut uns das auch allen ganz gut, es vielleicht zu unserem Motto zu machen, nachdem jeder von uns eine ganz spezifische Aufgabenstellung hat in seinem Beruf, ob in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Kunstkultur oder wo auch immer und auch seine private Lebenssituation hat. Und so gesehen werden wir sicherlich bereichert sein, wenn wir uns aufmachen, öffnen für andere Bereiche, für andere Gesellschaftsbereiche. Wir werden dadurch gewinnen, wir werden in einem besseren Miteinander stehen.
Und die Hypo Oberösterreich als Landesbank hat es sich auch zum Ziel gesetzt, Kunst und Kultur im besten Sinne im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen, was wir gerne tun. Und heute freue ich mich auf einen interessanten und spannenden Abend. Vielen Dank für Ihr Kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Academia Superia, herzlichen Dank fürs Kommen. Mich wundert das nicht, dass nach einer halben Stunde der Server zusammengebrochen ist. Was ist digitale Transformation gegen Erwin Wurm? Daher, das Rennen hat er schon einmal gemacht. Sie wissen, dass es eine gute Tradition bei diesen Dialogen gibt, die ist, dass ich zuerst einmal aus meiner Sicht noch einmal meine Gäste vorstellen darf. Lieber Erwin, das musst du jetzt über dich ergehen lassen, einmal kurz. Ich weiß, Sie wissen es, das heißt für viele nur eine Erinnerung. Herr Professor Magister Erwin Wurm zählt zu den bekanntesten und international anerkanntesten Künstlern der Gegenwart. In diesem ersten Satz, meine sehr verehrten Damen und Herren, kam das Wort Österreich jetzt damit gar nicht vor. Da sage ich Ihnen noch einmal, weil noch einmal üblicherweise sagt man ja, er oder sie gehört zu den bekanntesten, international anerkanntesten aus Österreich. Aber bei Erwin Wurm ist das nicht so, sondern er gehört zu den bekanntesten, international anerkanntesten Künstlern der Gegenwart. Sein Werk umfasst Skulpturen, Zeichnungen, Aktion, Performance, Videos, Fotos und Bücher. Wir werden uns heute über etwas unterhalten, was eigentlich ihm zugeschrieben wird, der sogenannte performative Wandel der Skulptur, den er eingeleitet hat. Und er hat damit und nicht nur damit immer wieder und regelmäßig Grenzen überschritten. Grenzen zwischen Objekt und Performance, zwischen Architektur und Design, Plastik, Fotografie und zwischen Künstler und Publikum. Ursprünglich stammt Erwin Wurm aus Bruck an der Mur, studierte an der Universität in Graz, am Mozarteum in Salzburg und an der Hochschule für angewandte Kunst sowie an der Akademie der Bildenden Künste auch in Wien. Von 2002 bis 2010 war er auch Professor am Institut für Bildende und Mediale Kunst der Universität für angewandte Kunst in Wien. Er ist Mitglied des österreichischen Kunstsenats auf Lebenszeit. Das ist die in dem Sinn höchste Auszeichnung, die einem Künstler, einer Künstlerin in Österreich zuteil werden kann. 2011 bei der Biennale in Wien das zusammengestauchte, mittlerweile weltberühmte Elternhaus, Narrow House. 2012 ein verbogenes Segelboot, ich weiß nicht, ob Sie so ein Bild noch vor Augen haben, auf dem Dach des neu eröffneten Wiener Hotels Daniel platziert. 2017 wieder der österreichische Pavillon bei der Biennale. Allein im Jahr 2019, und ich habe ihn heute schon im Vorgespräch darauf angesprochen, wieso es überhaupt geht, 14 verschiedene Einzelausstellungen in 9 Ländern auf dem Planeten und 10 Gruppenausstellungen in 5 anderen Ländern. Ausgestellt ist Erwin Wurm in der National Gallery of Victoria in Melbourne, natürlich in Belvedere in Wien, im Pariser Centre Pompidou, Museum Ludwig in Köln, im Kunsthaus in Zürich oder im Solomon Guggenheim Museum in New York. Seine Werke sind insgesamt weltweit auf diesem Planeten in 91 Museen in 20 verschiedenen Ländern von Mexiko bis Australien ausgestellt. Im Jahr 1984 hat er den Otto-Maurer-Preis bekommen, 1993 den Preis der Stadt Wien für bildende Kunst, 2004 Kunstpreis der Stadt Graz, 2013 großer österreichischer Staatspreis, 2015 Würdigungspreis des Landes Steiermark für bildende Kunst, 2015 Silberner Kulturkreuz des Landes Niederösterreich und 2015 wurde er auch zum Österreicher des Jahres in der Kategorie Kulturerbe gewählt. Lieber Erwin, das ist dein Applaus. Ich kann mir vorstellen, dass du hast brav recherchiert. Genau. Ich kann mir das vorstellen. Das ist jetzt dein Applaus. Ich kann mir vorstellen, dass die erste Frage, die ich dir stelle, eine Frage ist, die du schon öfter gehört hast, vielleicht nicht so in diesem Rahmen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich schon die Antwort einmal wo gelesen habe, obwohl ich heute noch im Auto sozusagen gewarnt worden bin dafür, der Erwin Wurm ist schon alles in seinem Leben sicher von irgendwem schon mal gefragt worden. Wann war das erste Mal in deinem Leben, das erste Mal, wo du sicher warst, ich werde Künstler? Weiß ich ziemlich genau mit 14, weil da gab es einen riesigen Streit mit meinem Vater. Mein Vater war Polizist und der hat geplant, dass ich Polizeijurist werde. Und das war schon lange vorgeplant. Und
irgendwie ging das nicht. Und mit 14 habe ich zum ersten Mal gesagt, ich möchte kein Künstler werden. Wusste ganz ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Ich war irgendwie, keine Ahnung, beeindruckt eigentlich oder beeinflusst durch meinen Nachbarn, der auch Künstler wurde. Und es war irgendwie so eine, ja, in dem Haus, wo ich groß geworden bin, in Graz, in der Wilhelm-Raabe-Gasse, ist ein Literat, ist anscheinend ein Komet drüber geflogen, weil in dem Haus wurden 3 Leute Künstler. Was hast du dir vorgestellt, wie du mit 14 gesagt hast, ich will Künstler werden? Wo du lange Haare, an diesem Abend dann sitzen würdest? Lange Haare, wenig Arbeit, viel Geld. Das wollte ich mit 14 auch werden. Genau so ist es jetzt, nur fehlen die langen Haare. Okay, was von dem, was du dir mit 14 vorgestellt hast, ist wirklich so geworden? Sage ich gerade, nur die langen Haare fehlen. Okay, also die Frage wäre, was glaubst du, wenn ein junger Mensch heute zu dir kommen würde, der 14 Jahre alt ist, ein Mädchen, ein Bub, aus Oberösterreich und sagen würde, Herr Wurm, ich will Künstlerin und Künstler werden, weil ich sie und ihr Werk kenne. Was würdest du sagen? Also ich würde sie oder ihn einmal warnen. Das ist eine Entscheidung, die beinhart ist und wie ich mich damals sozusagen hineingedacht habe, in dieses Wunschdenken, Künstler zu werden, die hatte keine Ahnung, war ja vollkommen blank und vollkommen naiv. Und es ist alles andere als einfach. Es ist wahnsinnig schwierig, richtig schwierig. Und meistens, also mein Ziel war, ein bisschen später dann, wie ich schon ein bisschen mehr hineingewachsen bin, dass ich irgendwann einmal davon leben kann. Mhm. Und das alleine war schon viel, weil ich weiß, ich kann mich erinnern, damals mein Vater hat natürlich sofort recherchiert, wie gehört, der Künstler will, der Sohn will, der Bub will Künstler werden, hat er gesagt, also er hat recherchiert, dass kein einziger Staatspreisträger davon leben kann, von der Kunst. Also das war wie ein großer Hammer vor mir. Und dann hat er auch gesagt, als Künstler ist man schon mit einem Bein im Kriminal. Diese Aussage ist bei mir hängen geblieben. Die begleitet mich heute noch oft. Aber die Frage ist doch, dann hast du gesagt, okay, ist das so ein Punkt? Ich meine, was für Ziele kann man denn haben, wenn man sagt, man wird Künstler? In dem Moment, wo man das beschließt, ist man es ja eigentlich schon. Und das heißt, was ist dann das Ziel, dass man davon leben kann, ist jetzt, sagen wir, unter Anführungszeichen, auch gewissermaßen verständlich. Ja, am Anfang war es ein naiver Traum, weil, wie gesagt, mein Vater war Kriminalbeamter, meine Mutter, beide sehr liebe Menschen und bin in einer wirklich warmen und liebenden Familie groß geworden. Aber Kunst und Kultur war nicht existent, also auch Literatur. Mein Vater, das Einzige, was er gelesen hat, waren Kriminalromane. Habe ich mir aber nie vorgehalten, war so. Und wie ich für mich dann sozusagen die Kunst und die, ich habe mit den ersten Taschengeld, wenn man 20 Schilling, am Anfang waren es 5 Schilling, dann 10 und dann 20 Schilling, da konnte man sich schon Reklamhefteln, also Bücher kaufen, Taschenbücher kaufen. Und da habe ich mir jede Woche dann mit dem Ding ein Taschenbuch gekauft. Das war für mich, wie ich diese Tür geöffnet habe in diese Welt, das war für mich Flucht, das war meine Welt. Also da war ich alleine. Darum habe ich dann später meine Frau, die ich viel später geheiratet habe, die wurde sehr unterstützt von ihrer Familie, das war mir immer ein Rätsel. Ich habe immer gedacht, das ist etwas, was ich für mich allein haben möchte und möchte niemanden teilhaben lassen, nur mich, also niemand von meiner Familie. Mhm. Das ist sozusagen meines, das mir gehört und das niemanden anderen was angeht. Weil ich ziele ein bisschen darauf ab, zu sagen, Ziele sich in der Kunst zu setzen, glaube ich, scheint mir überhaupt schwierig zu sein. Jetzt braucht man vielleicht persönliche Ziele. Ist es, dass man sagt, du, ich will einmal irgendeine Riesenausstellung in dem und dem Museum haben oder ich will einmal das erlebt haben oder ich will einmal einen Katalog haben, wo genau das drin ist, was ich ausstellen würde, meine erste Skulptur, die ich verkaufe. Ich weiß nicht, sind das dann so Sachen, wo du sagst, so und ab jetzt, von 14 an bis zu dem Zeitpunkt, meine Ausbildung, mein Studium, all das, aber dann war mir klar, ich bin angekommen, ich bin Künstler. Aber das ist ja die Folge von guter Arbeit oder von intensiver Arbeit. Und am Anfang wünscht man sich, man möchte tolle Arbeit machen. Mhm. Die einen selbst zuerst einmal interessieren, faszinieren, aber man traut sich ja selbst also nicht keine Geschmacksbildung oder keine Qualität oder keine Substanz in der Qualität zu. Man, sozusagen, ich war immer angewiesen auf Meinungen von anderen, bis ich irgendwann einmal gedacht habe, das kann ich jetzt auch entscheiden. Und am Anfang ist es auch ganz wichtig, dass man sich gleichgealte, gleichgesinnte Gesprächspartner sucht, Frauen oder Männer, die einen begleiten und mit denen man sich so hochkämpft. Ja? Also intellektuell, das ist eine intellektuelle Leistung. Und mich haben immer wieder Studenten gefragt, wie geht's? Habe ich gesagt, ja, ich weiß es nicht, wie es geht. Ich weiß, man braucht Talent,
Da braucht man wahnsinniges Ausdauer, eine Ausdauer, eine Kraft sozusagen, auch aus negativer Kritik, die in Positives umwandeln zu können. Man braucht Erneuerungskraft, wenn man unten ist, man ist ständig und oft unten, dass man sozusagen wieder aufstehen kann, dass man Wege zurückgehen kann, neu gehen kann, dann muss man das Richtige zur richtigen Zeit tun und dann kann es trotzdem nicht funktionieren. Das treibt mich gleich zu einer Frage. Wir sind immer noch unter dem Teil, sozusagen deine persönliche Geschichte. Wenn du sagst, man ist unten, was muss man sich da vorstellen? Da geht einem das Geld aus, da geht einem die Lust aus, da hat man nicht die Anerkennung, von der man glaubt, die würde man verdienen. Ja, also man muss sich vorstellen, erstens mal durch die Literatur, beschäftigt mit der Literatur, lernt man, oder auch durchs Hören sagen, also damals gab es ja weder Google noch sonst irgendwas, oder auch durch Literaturgeschichte und so weiter, ich habe auch da Literaturgeschichte studiert, kommt man relativ schnell drauf, was ist Qualität? Also welche Literaten sozusagen sind am Peak, auf der Spitze? Da gibt es in Österreich ein paar, da gibt es international viele. Und da bildet sich sozusagen das, was man Begriff mit Qualität umschreiben kann, was ist das sozusagen? Das Gleiche in der bildenden Kunst. Da gibt es dann Qualitätskriterien. Ich habe mich jahrelang wund geredet bei den Professoren, die ich hatte, was ist das Qualität, wie kann man Kriterien festmachen. Habe ich wenig Antworten bekommen. Eine Antwort war, und an die glaube ich heute noch, ist, dass das Kunstwerk die jeweilige Sprache der jeweiligen Zeit spricht und mit der gemacht ist. Jetzt ist das etwas, was so leicht klingt. Wir können alle sehr einfach beurteilen, eine Arbeit aus der Vergangenheit, man kann sofort sagen, die Arbeit ist aus den 70ern oder aus den 40ern oder aus den 30ern oder aus den, was weiß ich, 1890. Das kann man im Nachhinein sofort sagen, wenn man Fachmann ist, wenn man sich auskennt oder Fachfrau ist. Aber die jeweilige Sprache der Zeit zu definieren und zu verbalisieren in der Zeit, was das ist, ist sau schwer. Das weiß man nicht. Das muss man sich sozusagen erarbeiten. Das muss einem auch zufliegen. Und ja, man muss offen sein, man muss aufnehmen, man muss kritikfähig sein, das ist der Hammer, man muss sozusagen damit leben können, dass Leute kommen und sagen, das ist echt der Scheiß, was du machst. Ist dir das passiert? Ja, ich kann mich erinnern, ich habe beim Barz und Brock dann studiert. Barz und Brock war ein berühmter Mann. Barzon heißt Schwätzer. Für die, die ihn kennen, die wissen, was ich meine. Aber er war wirklich auch toll. Und der hat zum Beispiel, es waren der Angewandten, die Klasse hat geheißen Gestaltungslehre, und der hat Beurteilungen gemacht, also man musste Arbeiten mitbringen, musste die herzeigen. Es konnte aber jeder von der Hochschule hinzukommen und zuhören. Und da waren 60 Leute bei der Beurteilung und der hat zu mir gesagt, das alles, was du da machst, ist ein richtiger Dreck, am besten ist du verheizt es. Na, kannst du dir vorstellen, wie das toll ist. Also da geht man so klein hinaus und das hält auch lange an. Aber warum macht er das? Warum sagt er das? Viele haben aufgehört, weil sie gesagt haben, der ist mir zu brutal, den ertrage ich nicht. Für mich war er gut. Ich habe dagegen angekämpft. Ich habe das sowas gebraucht, oder ja. Für wen machst du Kunst dein ganzes Leben lang? Für dich, für Freunde, für das Kunst. Publikum, möchte, für die Kunst? Für die Kunst. Ich möchte gute Kunst machen. Ich möchte mich einreihen können in Arbeiten, wo ich glaube, dass die sehr gut sind, also sozusagen in Meisterwerke. Das heißt, es geht darum, ein Teil dieses Begriffes, dieser Wolke Kunst zu sein. Das ist ganz Abstraktes. Ja. Also ich kann mich erinnern, wie ich junger Künstler war, der Student war, da hat es da oben immer diese Latte gegeben. Nicht? Also das waren die tollen Kunstwerke, wer mehr von Delft. Oder gibt ja irrsinnig viele. Und ich wollte das immer, oder auch in der Literatur, ne, ich hatte sozusagen Longing, sagt man so schön im Englischen. Also ich habe Sehnsucht gehabt oder Lust gehabt, das erreichen zu können. Aber immer so hoch oben, ich habe es nicht erreicht, habe es nie erreicht. Intellektuell sozusagen habe ich versucht, Anschluss zu suchen. Ich habe es verstanden, konnte es aber nicht umsetzen. Es ist dann erst viel später passiert. Also dieser Wunsch sozusagen, sich an etwas anzudocken, was man glaubt, was Qualität ist oder was Qualität ausmacht, das ist sozusagen der Hauptberuf von uns. Wenn es einem gelingt, ist es gut, das vergisst man dann irgendwann, das lässt man dann auch los irgendwann. Also diese Zeugen sind die Beginne. Aber ja, das heißt, also jetzt für mich, damit es ist im Prinzip irrelevant, ob ich zum Beispiel, der Markus Hengstiger, der Meinung bin, ob irgendein Werk, das du mit 18 gemacht hast oder 20 Kunst ist oder nicht. Es gibt Leute, die
diese Zuordnung machen können und das hätte dich befriedigt. Also so hättest du es gesehen. Also man sucht sich sehr früh, ich nenne sie mal, also damals Väter, tut mir leid, also in meiner Vergangenheit, das war nach wie vor eine patriarchalische Gesellschaft, also mittlerweile könnte man auch sagen Mütter, die, von denen ich sozusagen geschätzt werden wollte. Und die also, dann irgendwann gesagt haben, du jetzt aber, jetzt sind wir da. Ja, also das ist schon so ein Verhältnis, lange. Okay. Also das ist ein Verhältnis, dass man quasi um etwas wirbt, und hofft und erhofft, dass man Qualität erreicht, um von bestimmten Leuten anerkannt zu werden und geschätzt zu werden. Das reicht mir vollkommen. Mir war es vollkommen wurscht, was meine Nachbarn sagen, mir war es vollkommen wurscht, was meine Eltern sagen. Hat mich nicht interessiert. Mich haben nur diese paar Leute interessiert. Umso schwerer ist es natürlich für Eltern, Nachbarn manchmal zu verstehen, weil die natürlich nicht so eingearbeitet sind, nicht in dem Ding sind, oder? Ja, mein Vater hat einen guten Zugang gehabt. Ich habe eine Zeit lang, ich habe ja 8, 7, 8, 9, 10 Jahre quasi reaktiv gearbeitet. Also ich habe irgendwann gelesen, dass man, wenn man Erfolg haben will, die Väter überwinden muss. Also man muss das, was vor einem gemacht wurde, quasi die Vorläufer oder die Vorgänger, die muss man überwinden. Man darf sich nicht hinten anstellen. Das ist vollkommen richtig, sage ich den Leuten auch immer. Man darf sich nicht hinten anstellen. Wenn schon etwas gemacht ist, dann versuche einen anderen Weg zu finden und versucht einen eigenen Weg zu finden. Auch wenn er so klein, wenn er auch noch so klein ist, versucht es zu machen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber wenn man sich bei diesen Vätern, wenn man die überwunden hat, woran merkt man, dass man jetzt sagt, der mir eigentlich bisher gesagt hat, ich gehöre dazu, ich gehöre nicht dazu, ich habe es erreicht, ist jetzt sozusagen nur mehr noch Wegweiser am Rande des Weges und ich marschiere dahin. Sonst stellt man sich eben hinten an. Und, okay. Und das ist ein langer Prozess, ein langwieriger Prozess. Mich auch aufgefallen, viele Jahre lang sozusagen habe ich etwas erfunden, was schon andere erfunden hatten. Das hat auch viel mit hast du selber das Gefühl gehabt, dass du gesagt hast, ich habe das Gefühl gehabt, wow, das ist neu, und dann sehe ich, das gibt es aber schon. Also man erfindet dann etwas und das hängt mit Information zu tun. Das heißt, man muss sich auch gleichzeitig sehr wohl sehr viel, sehr intensiv informieren. Man muss wissen, was da ist, was existiert. Man muss die Kunstwelt sozusagen kennen, vom Inhalt her, von der Arbeit her. Das hat jetzt sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was wir in der Wissenschaft machen. Ich habe auch schon viele Dinge entdeckt, die es schon gibt. Das hat mir selten Spaß gemacht, vor allem dann, wenn mir andere dann darauf hingewiesen haben und gesagt, das ist spannend, wie lange hast du gearbeitet? 3 Jahre, ja, das wäre schneller gegangen. Das kann man nachlesen. Aber vielleicht, warum ich das alles so ein bisschen nachhacke, du hast ja 2 Funktionen in deinem Leben gehabt, über die ich noch ganz explizit, oder hast du ja immer noch, weil bei dieser Verleihung sozusagen österreichischer Kunstsenat auf Lebenszeit, die schlagen dann immer diesen großen österreichischen Staatspreis vor. Das ist schon eine Alterserscheinung. Aber da musst du evaluieren. Und auch bei der Lehre, wo du junge Menschen ausgebildet hast, hast du hart, und jetzt, ich weiß nicht, ob du das jemals auch zu einem Studenten, einer Studentin von dir gesagt hast, verheizt es, wirft es weg, das wird nichts. Nein, konnte man 20 Jahre später nicht mehr sagen. Die wären mich angegangen, ging nicht mehr. Die jungen Leute waren, wie ich das jetzt mitgekriegt habe, viel empfindlicher, als wie wir damals waren. Also der ist mit uns umgegangen wie ein Berserker, das ging heute nicht. Also ging damals, wie ich, das ist ja schon 10 Jahre wieder her, wie ich unterrichtet habe. Aber was ich habe versucht, also ich habe eine Klasse geleitet, und da wurden 2 Klassen zusammengelegt, da waren relativ viele Leute drin, ich glaube 70 einmal. Und ich habe es aber ernst genommen. Das heißt, ich habe die Zeit, die ich mir ausgemacht habe, war ich immer da. Ich habe Mitarbeiter gehabt, Assistenten, die haben das alles organisiert. Und wenn ich gekommen bin, habe ich entweder Gruppengespräche gemacht, also Beurteilungen von Arbeiten, musste jede Woche eine andere Gruppe. Vergibt man da Noten? Zeigen. Das macht man erst am Schluss, das haben eh die Assistenten gemacht. Noten habe ich keine gegeben, das war mir echt blöd. Aber, und was ich gemacht habe, Einzelbeurteilungen, Einzelbesprechungen. Ja, und da kamen oft Leute her mit Semesterarbeiten, also die haben mich auch provoziert. Ich kann mich genau erinnern, eines gekommen, hat ein Papier zerknüllt und hat es mir hingelegt. Und hat gesagt, das ist die Semesterarbeit. Ich habe es ernst genommen, ich habe mich nicht provozieren 3 lassen. 3 minus bis 4. Habe ihm nicht gesagt, auf Wiedersehen, sondern habe darüber gesprochen und habe ihm versucht zu erklären, wieso es nicht geht. Ich mache in einem Semester, wenn es ein halbes Jahr, 6 Einzelausstellungen, arbeite wahnsinnig viel, versuche mich zu verbessern, versuche mich auszubessern, versuche von mir zu lernen, versuche von meinen Fehlern zu lernen, versuche von anderen zu lernen, und er zerknüllt ein Papier. Das hat er kapiert dann, dass es so nicht geht. Mhm. Ich glaube, der Meinhard Lukas und ich, wir wissen auch, also wenn wer Papier zerknüllt, das geht nicht, da sind wir uns auch einig. Aber ich habe nur ein Thema damit. Wir haben uns sehr beeindrucken lassen von Kunstwerken, wo man, wenn man vor dem Kunstwerk steht, ob das die Badewanne, ich glaube, ich erinnere mich da von Beuys war, oder manchmal auch ein Bild von Miró, wo man diesen Eindruck hat. Wo man denn was für einen Eindruck hat? Das wäre gar nicht so viel Arbeit gewesen, und dann ist es ein Plätzchen.
Allein schon an deinem Gesicht sehe ich jetzt, was du jetzt denkst. Der Naturwissenschaftler redet über ganz, keine Ahnung. Nein, aber das denkst du jetzt gerade, gell? Nein, das ist ja schon recht. Das ist ja auch das Schwierige, nicht? Also, wie erklärt man es? Was ist die Qualität an dieser Beuschenarbeit? Was ist das Qualitätvolle am Miro oder am Picasso zum Beispiel? Meine kleine Tochter, die ist jetzt 8, wunderbar talentiert und so weiter, sagt mir, also Papa, komm, das kann ich auch. Ich sage, ja, dann mach's. Wenn du es kannst, mach's. Okay, also so einfach ist das auch nicht. Es gibt ja die bildende Kunst hat sich früher versucht, in Mimikrie, also das war die Hauptaufgabe, Natur darzustellen. Mhm. Realismus, also ein Begriff des Realismus. Wir mussten, Kunst ist ja immer auch, aus welcher Gesellschaft kommend auch immer, instrumentalisiert worden. Das waren früher die Aristokraten oder es war die Kirche oder es waren irgendwelche Kuratoren oder es waren Sammler und so weiter. Also es gab immer einen bestimmten Willen an die Kunst, sozusagen eine Aufgabe. Ihr müsst das erfüllen. Sozusagen im sozialistischen Realismus mussten sie sozialistisch-realistisch machen und so weiter. Amerikanische Siegerkunst nach dem Zweiten Weltkrieg musste quasi den Begriff des Kapitalismus in die Welt vertreiben, mit einem besonderen Begriff der Freiheit verbunden und so weiter und so weiter. Also früher war sozusagen Mimikry und all das, die Nachahmung der Natur immer wichtig und wesentlich. Das ist aber nicht so schwer, das kann man erlernen. Und man kam dann drauf, sozusagen, dass diese Leute, die den Realismus ein bisschen abwandeln und sowas wie Persönlichkeit hineinbringen und das, was man Realität, was man sieht im Bild, abwandelt durch eine Interpretation, indem man sozusagen Persönlichkeit, Handschrift oder wie immer das nennen kann, aufblitzen lässt, dann wird es spannend und dann wird es interessant, weil wir können nie die Natur hundertprozentig abbilden, ist auch fad. Ja. Kommt man relativ schnell drauf. Ja. Fotos haben auch tolle, unglaubliche Qualitäten. Also kann das, irgendwann ist man draufgekommen, das kann nicht die Aufgabe der Kunst sein, da muss noch was anderes sein. Und da gibt es viele Begriffe dafür, aber ist sozusagen die Sensibilisierung des Betrachters, der Betrachterin für Dinge, die sozusagen nicht primär erklärbar sind, auf der einen Seite, die nicht verbalisierbar sind. Das ist sozusagen das Spannende. Das kann ein Strich sein, das kann ein Punkt sein, wenn der ein Strich sozusagen es schafft, Spannung zu schaffen und Leute zu faszinieren, hat das eine Berechtigung. Absolut. Ich weiß ja nicht einmal, ob die Badewanne, ob ich da ein richtiges Bild noch von Beuys habe, ich habe keine Ahnung, ich bin ein Naturwissenschaftler, ich kann mich dunkel an sowas erinnern, also wenn ich mich da geirrt habe, man möge mir das entschuldigen, aber mit Beuys verbinde ich schon, dass man auch sozusagen die Frage, wie treibe ich es in den nächsten Schritt, wie treibe ich es voran, da heißt es auch voranzugehen. Da muss man eine Gesellschaft oft einfach einmal mitziehen, die dann auch die Kunst hat, irgendwo auch diese Aufgabe zu sagen, Leute, okay, ihr braucht es noch ein bisschen, aber ihr werdet es dann schon sehen, was, und wir werden es euch auch erklären, wir nehmen uns auch die Zeit, aber dann müsst ihr auch mitgehen. Habe ich das zumindest richtig? Absolut richtig. Und Kunst ist ja, darf man nicht vergessen, ist auch immer ein Spiegel der Zeit. Sowieso. Interpretiert Zeit in gewisser Weise oder schafft eine Realität parallel zu unserer Realität, so will ich das ausgedrückt wissen. Und wir sind durch schlimme Kriege gegangen und ein Blumenbild alleine im Angesicht von schlimmen Kriegen ist hilflos. Ich kann mich erinnern, Adorno hat einmal gesagt, Kunst, ich glaube, er hat es auf, also, man möge mir verzeihen, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben. Er hat in etwa so gesagt, dass Kunst nach dem Holocaust oder Poesie nach dem Holocaust keine Berechtigung hat. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Weil sozusagen durch die Kraft der Poesie kann man großes Leid und großen Schmerz überwinden. Mhm. Man kann das thematisieren, man kann es auf eine andere Ebene ziehen und ich glaube daran. Absolut. Und ich weiß und ich sehe, es funktioniert. Ich komme schon sozusagen zu meiner nächsten Karte, weil ich glaube, dieses Thema haben wir, aber einen Begriff hast du jetzt verwendet und das ist ein Begriff, der mich jetzt schon viele, viele Jahre enorm beschäftigt. Du hast das Wort Talent verwendet und hast gesagt, naja, ohne Talent geht es nicht. Ist das soweit einmal klar, was da Talent in der Kunst bedeutet? Gibt es da... Nein, Talent... ich spiele mir mit diesem Gedanken schon so lange, ja. Was ist Talent, wie kann man das bestimmen, wie kann man es entdecken, wie fördert man das? Ist das in der Kunst eine klare Sache, wo zum Beispiel, blöd gefragt, drei Leute unabhängig, die so weit sind wie du, oder erkennen Talent, wenn es da ist? Ja, aber Talent ist jetzt nicht das, was man meinen könnte, was es ist. Es gibt Leute, die können sehr gut zeichnen, die können realistisch zeichnen. Wir haben einen Schüler gehabt, neben uns, der hat sich die nackerten Mädels selbst gemacht, als gezeichnet als Vorlagen.
alle waren begeistert sozusagen, aber das hat mit Kunst nichts zu tun gehabt. Mhm. Der hat auch dann den Sprung, der ist dann Comiczeichner geworden, hat den Sprung in die Kunst nie geschafft. Da geht es eben auch um was anderes. Da geht es eben nicht nur sozusagen um das Talent, Mimikry, haft sich der Realität zu nähern oder Realität abzubilden, sondern da geht es um was anderes. Da geht es um die Möglichkeit zu sagen, es gibt ja unendlich viele Dinge in der bildenden Kunst, die man zu berücksichtigen muss. Es gibt um verschiedene Wertigkeiten der Farbe. Es gibt also Wertigkeiten von, was die Bildhauerei betrifft, Haut, Hülle, Form, Adler. Also da könnte man stundenlang drüber reden. Und all diese Qualitäten sozusagen, die man gegeneinander die sich gegeneinander unterstützen oder bedingen, oder die schaffen Spannung in einer Arbeit. Und derjenige oder diejenige, die ein gewisses Gefühl dafür hat, sozusagen Spannung zu erzeugen und Dinge so darzustellen, die nennt man talentiert. Und nicht jemand, der jemanden realistisch zeichnen kann. Weil ein bisschen ist so diese Grundthese, und nachdem du viele Jahre auch unterrichtet hast, dass man sagt, na gut, es gibt eine Voraussetzung, wie auch immer man die jetzt nennt, und wenn man die entdeckt und dann durch harte Arbeit umsetzt, dann kann was Besonderes herauskommen. Aber auf der anderen Seite, wenn es diese Voraussetzung gar nicht gibt, dann kann es ein bestimmtes Niveau gar nie erreichen. Also ja. Ich weiß es, ich habe von meinem 6. Lebensjahr bis zu meinem 18. Lebensjahr Klavierunterricht gehabt. Und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich weiß, was es bedeutet, nicht talentiert zu sein. Weil ich habe mit 14 ungefähr meine Klavierlehrerin gefragt, was sie meint, wie sich das entwickeln wird. Und sie hat gesagt, die Eltern wollen das. Und da war mir dann schon klar, also besser kann man nicht beschreiben, nämlich charmanter, dass man eigentlich völlig, und ich meine, ich spiele heute noch ganz gern untalentiert dahin, aber ich weiß, was es bedeutet, wenn man, und jetzt ist das so in der, sozusagen zum Beispiel in der Bildhauerei, in der Malerei auch so, dass du sagst, okay, pass auf, da gibt es ein gewisses Niveau, das könntest du auch erreichen, wenn du jetzt bei mir Unterricht nimmst, da bringe ich da ein paar Tricks bei und so, aber über das hinaus wird es dann nicht gehen. Das ist schwer zu sagen, weil man weiß nicht, was du dann für Kapazitäten entwickelst und was dann aus dir herauskommt. Das ist dann von Anfang nicht feststellbar. Das sind auch die Probleme. Ich kann mich erinnern, wir haben Aufnahmeprüfungen an der Hochschule zur Aufnahmeprüfung gegeben. Da kamen 300 Leute und wir haben uns dann das angeschaut. Und es ist wahnsinnig schwer, von ein paar Arbeiten, die Leute in der Mittelschule gemacht haben oder in der Matura-Mappe haben, irgendwas zu sagen. Mhm. Da kann man meistens nichts sagen, weil die haben sozusagen, die sind dem Lehrer am Wort gefolgt und haben Arbeiten gemacht, wie er es halt wollte oder sie wollte. Genau. Ja, genau. Das ist wahnsinnig schwer. Ich habe einmal eine aufgenommen, die Angelika Loderer, die wollten alle meine Assistenten nicht, aber die war frech in ihrer Arbeit. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Und die macht sich wirklich. Ja, genau. Also es gibt so viele unterschiedliche Facetten, dass es schwer ist, das Ding festzumachen. Woran der Erfolg dann eines Tages eintreten könnte. Das hängt so viel auch vom Gefühl. Ist ja was Gutes eigentlich. Ich finde das was Gutes. Weil wenn man es wüsste, wenn es ein Rezept geht, würden es mehr machen. Ja, aber wäre es halb so spannend. Ich tue mir meinen, wir haben heute unter dem Titel Perspektivenwechsel in der Arbeit als Künstler, als Künstlerin sozusagen eingeladen. Ich habe, also das... Ich musste das dann noch 5-mal fragen, wie man auf die Idee kommt, ein Segelboot zu verbiegen oder ein Haus so zu verschieben oder ein Auto aufzublasen, so dass ich das so lässig finde, dass ich mir das dann 2-mal angeschaut habe in Venedig und so weiter. Müssen wir noch drüber reden. Aber ich fange mal mit etwas sehr, wie soll ich sagen, das ist einmal eine Behauptung. Ich habe mir in meinem Leben auch bis zu einem gewissen Grad immer überlegt, ich will etwas transportieren, wie transportiere ich es? Und da ist mir, und das verwende ich in meinen Vorlesungen, in meinen Vorträgen, immer wieder Humor als ein Mittel eingefallen, dass ich mir gedacht habe, vielleicht, wenn Menschen gemeinsam über irgendetwas auch schmunzeln können, dann bleibt es eher hängen oder dann bin ich eher angekommen oder habe eher ans Herz etwas appelliert, was ich vielleicht, wenn ich es ganz nüchtern gesagt hätte. Ist das aber nicht der Grund, warum das Auto aufgeblasen ist oder das Haus gestaucht ist? Nein, das Haus, ich muss jetzt mal kurz ausholen, das Haus kommt von ganz woanders her. Das Haus ist so ein Abbild meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin ja 54 geboren und meine Eltern haben dieses Häusl gebaut in den späten 60er Jahren. Da gab es zwar jetzt schon dann sozusagen die Hippie-Bewegung und all das, aber es war noch eine sehr restriktive Gesellschaft und wurden in der Schule noch geschlagen und der Turnlehrer hat uns mit dem Pfeiferl-Schnürl gequält und so weiter. Das war alles andere als frei. Und mit diesem engen Elternhaus habe ich quasi diese Zeit reflektiert.
Und wenn man hineingeht, ist man sofort in einer Reise, die einen sehr klaustrophob werden lässt. Man sieht all das, was man kennt von den eigenen Elternhäusern, diese eigenen. Hat mit Humor gar nichts zu tun. Hat mit Humor gar nichts zu tun. Aber wie ich das lieber definiert sehe oder bezeichnet sehe, ist das Absurde oder das Paradoxe. Mhm. Das ist die Fähigkeit, Paradoxität, das Paradoxe das erzeugt in uns die Möglichkeit, die Fähigkeit, auf ein Thema zu schauen oder auf Welt zu schauen aus einer anderen Perspektive. Genau. Und da kann man vielleicht was anderes sehen. Ja. Ich meine, ich glaube, das war letztes Jahr in der Albertina, waren Zeichnungen von dir, war das letztes Jahr? Ja. Also die Ausstellung habe ich auch, also zumindest habe ich das mitbekommen und habe mir das dann auch sozusagen versucht zu verinnerlichen, diese Frage habe ich trotzdem irgendwie bei diesen Dingen immer gesehen, dass du sehr schnell klar machen willst mit einer Veränderung des Blicks drauf, also sei es zu groß, zu klein, verschoben, verbogen, wie ich es normal nicht hätte, im Auge ein Segelboot, das über eine Kante hängt, ein geschmolzenes Auto oder was auch immer, dass man sagt, denke mal nur dadurch nach, indem die Form sich verändert hat. Und ich habe beim Einstieg ich weiß jetzt nicht, ob ich da angekommen bin, bei diesem Begriff der sogenannten performativen Wandels, etwas sozusagen im Geschehen zu verändern, sodass man dann sozusagen sagt, und das löst jetzt aber auch bei mir, nicht nur in der Skulptur, sondern bei mir auch einen Wandel aus, und schon habe ich es überinterpretiert, aber so habe ich das immer gesehen, wenn ich vor Erwin Wurm habe gesagt, das verändert ja gerade bei mir was. Das freut mich. Ja, also das zieht einen rein, indem man sagt, was ist da jetzt passiert, wieso ist das Segelboot gebogen, und auf einmal hat es bei mir etwas ausgelöst, einen Wandel. Also im besten Fall verändert es Vorstellung und Erwartung. Ich kann mich erinnern, wenn ich fliege eben oft herum zu Ausstellungen, ich werde meistens abgeholt von den Flughäfen, und dann kommen Leute meistens auf mich zu und sagen, oh, I imagined you very differently, I thought you were fat. And I'm not fat. So die Leute glauben durch meine oder Arbeit, glauben die, ich bin dick, bin ich aber nicht. Aber das ist ja ein gutes Zeichen an für sich. Aber ich habe mir zumindest eingebildet, ich muss ein Programm starten als junger Künstler. Ich war Mitte 20 und wollte aber bis an die 100 arbeiten. Das sind 85 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist lang. Und eine gute Idee in 85 Jahren ist bei weitem zu wenig, wie wir alle wissen, sondern man muss Ideen immer wieder nachliefern und man muss sich quasi von einer Idee zur nächsten handeln. Mhm. So kann man sich sozusagen in Diskussion halten, so kann man die Arbeit erneuern, erfrischen und quasi Wertigkeit schaffen. Und das Programm war, und das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ich wollte eigentlich Maler werden. Ich habe die Malerei, Aufnahmeprüfung in die Malereiklasse gemacht. Die haben mich nicht genommen, die haben mich in die Bildhauerei gesteckt. Großer Frust, große Enttäuschung, großer Ärger. Und dann habe ich mir gedacht, hoppla, ein halbes Jahr nichts gemacht. Aber nimm das als Challenge, sozusagen, nimm es als Herausforderung an und versuche was damit zu machen. Und habe damals begonnen, über den Begriff des Bildhauerischen zu arbeiten, das zu hinterfragen, was ist das Bildhauerei? Also außer jetzt schwarze Skulpturen, die mit Taubenscheiße voll sind im Verein. Also wir sprechen hier von Zwei- und Dreidimensionalität, von Zeit, von Hülle, Masse, Form, Volumen, Gewicht. Das sind irrsinnig viele Parameter, die sozusagen da wesentlich und wichtig sind. Und das habe ich versucht dann mit Begriffen aus der Gesellschaft zu verbinden, zu verknüpfen, um quasi Wertigkeit herzustellen, um Gültigkeit in der heutigen Zeit herzustellen. Also ich habe mir dann die wichtigen großen Themen unserer Zeit vorgenommen, also jetzt die sogenannten wichtig großen Themen. Und ich kann mich erinnern, in den letzten 20 Jahren war einer der großen Themen das Schlankwerden. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich quasi etwas modelliere und Volumen hinzufüge oder Volumen wegnehme, das ist so eine Definition von Bildhauerei, Volumenszunahme, Volumensabnahme. Wenn wir zunehmen und abnehmen, machen wir eigentlich das Gleiche. Also habe ich den Schluss gezogen, könnte hinzu und abnehmen Bildhauerei sein. So kam ich zum Dicken, da gibt es ja diese Fotos dick und dünn. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt zwei Systeme wenn ich zwei Systeme vermische, also das biologische System des Zunehmens mit dem technischen System des Autos, komme ich auf etwas Neues, auf etwas ganz Neues. Und so kam das dicke Auto zusammen. Oder wenn ich das tektonische Prinzip eines Hauses mit dem biologischen Prinzip des Zunehmens verquicke, komme ich auf etwas anderes. Und das sind sozusagen dann erfrischende Dinge, wo man die Möglichkeit schafft, auf ein Thema aus einer anderen Perspektive zu schauen. Nebenbei habe ich sozusagen die Konsumgesellschaft immer wieder am Korn. Ja, Statussymbole. Nicht Statussymbole kommen bei dir immer wieder unter Beschuss. Genau.
Also ich habe das Gefühl, wenn man bei Wurm rausgeht, dann hat man schon manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen auch. Ist es auch gewollt, dass ich da rausgehe und denke, erwischt? Weiß ich nicht. Also ich mache, wie gesagt, man macht ja Kunst primär mal für die Kunst und für sich. Mhm. Und dann, wie die anderen damit umgehen, wenn die gut damit umgehen, ist es wunderbar, ist es toll. Aber primär macht man es für sich und für die Kunst. Okay. Die Frage bei diesem performativen Wandel der Skulptur, die Frage, die mir sozusagen auch da ein bisschen gekommen ist, ist, bedeutet das auch, dass das, was du, wo du sagst, Teil der Kunst vor 20 Jahren oder Teil der Kunst vor 40 Jahren etwas anderes ist, als das, was du heute sagen würdest, ist Teil der Kunst? Sicher. Immer. Oder ist das was stabil? Weißt du, was ich meine? Ist das was, dass du sagst, also das ist immer. Weil manchmal steht man ja vor und verwendet einen Begriff, der für mich unglaublich schwer zu deuten ist, zeitlos. Den Begriff zeitlos gibt es ja nicht. Jedes Kunstwerk spricht eine Sprache der Zeit. Das kann man in der Literatur sehr schön überprüfen, das kann man im Film sehr schön überprüfen. Sie alle kennen die Filme, was weiß ich, aus den 60ern und 70ern. Vor kurzem habe ich meinen Kindern gezeigt, vor einigen Jahren, wie meine Kinder 10 oder 12 waren, meine Söhne, habe ich ihnen gezeigt, The Party von Peter Sellers, der Partyschreck auf Deutsch. Mhm. Ich habe mich immer abkaut und abgekugelt bei dem Film. Meine Söhne sind eingeschlafen dabei. Mhm. So, Papa, was ist das? Also da hat sich sozusagen das Empfängnis für Humor und für witzige Sachen vollkommen verschoben. Die finden was anderes witzig, das, was ich nicht witzig finde. Das war immer so. Das, was die Kinder gemacht haben, haben die Eltern nie witzig gefunden. Genau. Oder? Tradition. Ja. Ja? Aber bedeutet das, dass es auch verschiedenes Publikum für verschiedene Kunst gibt? Ist das ein Schluss, den ich ziehen darf oder nicht? Natürlich, es gibt Leute, die, es gibt so viele Facetten. Weil es schon einmal die Generationen könnten an. Es könnte die Generation sozusagen die eine einen anderen Blick auf Kunst haben wie die andere. Ja, also es gibt da ganz viele verschiedene Ebenen und verschiedene Vorstellungswelten. Es ist auch so, dass das national sehr unterschiedlich ist. Also ich kann mich erinnern, Perzeption von Besprechungen von Kunst in Asien, im asiatischen Raum, sind anders als im amerikanischen Raum und im österreichischen Raum. Wie ich am Anfang in Österreich die ersten One-Mini-Sculptures gemacht habe oder in Deutschland, die Leute haben hingeschaut, haben sich nicht einmal einen Millimeter bewegt und waren nicht bereit, das auszuführen. Ganz anders in Amerika. Da kam die Selbstdarstellung auch denen zu Hilfe, die haben sich auch viel leichter fotografieren lassen, waren sofort dabei und die Asiaten waren sofort begeistert dabei und haben sich abgehauen und fanden es witzig und fanden es toll. Vollkommen anders. Du führst in einen Bereich ein, der mich auch brennend interessiert, nämlich inwieweit glaubst du, dass deine Kunst etwas mit Österreich zu tun hat oder nicht mit Österreich sozusagen, wo es ausgestellt ist, sondern wo es entstanden ist, nämlich in deinem Leben, weil du Österreicher bist, weil du in Österreich groß geworden bist, weil du in Österreich studiert hast und dann dich auf den Weg in die Welt gemacht hast mit deiner Kunst, beeinflusst das oder sagst du, sowas ist kein Thema, das ist nein, immer global schon, gedacht. Ich glaube schon, dass das beeinflusst ist. Wie man heute weiß, ist sozusagen die Sozialisation quasi da, wo man aufwächst, in der Gruppe, prägt einen enorm stark. Und es ist auch die Art des Umgangs, wie man Welt sieht, wie man der Humor, wie man sich gegenseitig kritisiert. Zum Beispiel meine ersten Ehe war mit einer Deutschen verheiratet. Eine wunderbare Frau aus einer gebildeten Familie, alles toll, Künstlerin auch. Aber wir hatten grundsätzliche Unterschiede, was den Humor betrifft. Wenn sie gelacht haben, war ich beleidigt. Wenn ich gelacht habe, waren sie beleidigt. Das hatte keine Zukunft. Ich will nur, weil das aufgenommen wird, sagen, ich bin auch mit einer Deutschen verheiratet, bei uns ist das ganz anders. Damit ich sicherstelle, nicht, dass da jetzt irgendwas durcheinander kommt. Ja. Dass du mich, ja, sonst heute am Abend das, na gut, wie auch immer. Aber was ich schon sagen will, da ist doch ein Punkt drin, könnte es doch sein, dass man sagt, weil jetzt sprichst du über gesellschaftliche Unterschiede, über regionale Unterschiede, über Herkunftsunterschiede, dann kann es doch auch sein, dass man sagt, die Kunst ist für die Region, für die Zeit richtig, aber für eine andere Region, für eine andere Zeit passt es nicht oder Kunst ist muss drüber stehen. Es ist auch schichtspezifisch unterschiedlich. Es gibt Leute, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen, da gibt es verschiedene Schwellen. Es gibt sozusagen den Eingang und dann, wenn man sich darauf einlässt, dazu braucht es natürlich auch in gewisser Weise Vorbildung und Wissen. Dann, wenn man gewisse Mechanismen erkennt und die wiedererkennt, dann kann man tiefer eindringen, dann kann man sozusagen herumgeführt werden oder sich herumführen in etwas. Da braucht es aber sozusagen ästhetische Vorbildung oder künstlerische Vorbildung oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht unbedingt so auf die Region bezogen, aber es ist auch sozusagen shift-spezifisch. Also man hat ja in den 70er Jahren verzweifelt oder in den 60er Jahren versucht, sozusagen die intellektuellen
die Arbeiterschaft in die Kultur hineinzuholen. Mhm. Das kann mich erinnern, das war eine ganz tolle Sache und ist auch eine tolle Sache, aber es hat oft nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, weil da ein anderer Ausgangspunkt war, weil die Bildung eine andere war und war eigentlich sozusagen die Identifikation eine andere war, der einen Gruppe und der anderen. Da ist man gescheitert. Also für mich ist das, was du jetzt sagst, deshalb so wichtig, weil ich glaube, dass da, wo etwas Erfolg hat, die Gesellschaft auch Verständnis für diesen Erfolg haben muss, damit das eine das andere empowert, verstärkt. Das heißt, ich versuche das so zu erklären, wir haben hier auch einen Dialog gehabt mit Elena Garantscher, die gesagt hat, das österreichische Publikum ist halt so, dass die sind so kunstaffin oder jetzt, sodass das ganz was anderes ist, wie wenn man vielleicht woanders. Da gibt es ein gutes Beispiel. Die Habsburger waren sehr kunstaffin. Mhm. Die hatten also ein großes Wissen und eine Meisterschaft im Zuhören und in der Kritik entwickelt. Mhm. Das wiederum hat Meisterschaft zufolge der Komponisten und der Musiker gehabt. Die haben sich gegenseitig hinaufgehandelt, genau. Sozusagen. Ja. Und das ist in anderen Ländern ganz anders. Also, ja. Es geht ja gar nicht darum. Meisterschaft schafft Könnerschaft schafft Meisterschaft. Also und so hin und her. Es geht ja gar nicht darum, dass wir sozusagen in den Schulen, in der Bildung durch den Kunstunterricht in Schule und wo auch immer lauter Künstler, Künstlerinnen generieren wollen, aber wir wollen das Verständnis dafür auf jeden Fall sicherstellen, sodass die, die dann sozusagen den Weg einschlagen, hier auch auf einem Boden auftreffen, der ja. Sie auch, ist das, ja, das hat interpretiere ich gerade was rein? Nein, oder? Nein, das hat auch einen anderen Hintergrund noch, das liegt mir auch sehr am Herzen. Jeder Schüler, wurscht ob Hauptschule oder Mittelschüler, kann Bürgermeister werden oder Bürgermeisterin, also nicht jede, aber die Möglichkeit besteht und die Bürgermeister haben bei uns, sind die oberste Bauinstanz. Die entscheiden, was gebaut wird und was nicht. Es gibt keine Gremien, die das entscheiden, die nach ästhetischen Kriterien vorgehen oder wie auch immer. Ist das so? Das ist so. Der Erwin Wurm war Sachen, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Drum ist es verdammt wichtig, dass es visuelle Bildung, dass es Bildung gibt für die Bürgermeister, also für die Leute. Visuelle Bildung, damit die wissen, ob das passt oder nicht passt, oder ob das schön ist oder nicht schön ist. Ist das, und dann ist uns aber oft natürlich in gewisser Weise das demokratische System steht uns im Wege herum, weil wie wir alle wissen, der Bürgermeister will wiedergewählt werden oder die Bürgermeisterin und das korrumpiert natürlich auch. Das Thema haben wir ja in der Politik insgesamt, aber jetzt reden wir nicht über Politik. Das machen wir nicht. Gottes Willen, was hat er da gesagt jetzt? Ja, die Frage aus meiner Sicht ist natürlich schon die, hast du das Gefühl, dass Österreich, und jetzt sozusagen, die Kurve habe ich schon langsam begonnen und jetzt drehe ich in diese Gerade ein, dass Österreich ein guter Platz ist, für Bildhauer ein guter Platz. Und zwar, ich meine es jetzt, einerseits von der Förderung, andererseits von einer gesellschaftlichen Akzeptanz. Wenn ich mir deinen Weg anschaue, dann war es doch auch, vielleicht interpretiere ich das auch nicht richtig, korrigiere es gleich, ein Weg aus Österreich raus und wieder nach Österreich zurück bis zu einem gewissen Grad, weil ja die Akzeptanz sozusagen international und dann erst wieder national. Ich meine, wie siehst du das? Ist es jetzt ein Platz, wo man sagt, das ist der richtige, oder muss man in Österreich zuerst einmal draußen erfolgreich sein, um wiederkommen zu können? Sind wir gut aufgestellt? Schon, das muss man schon, weil sonst hat man hier kein Leiberl auf gut Deutsch. Ja. Aber ich liebe es hier, ich lebe hier. Ja. Ich könnte in New York leben, könnte in Asien leben, könnte irgendwo leben. Ja. Habe ja keinen, bin ja nirgends angestellt oder was. Ja. Aber ich habe in New York gelebt, aber New York, das ist irgendwie nicht meine Stadt. Also das ist, ich brauche Wärme, also soziale Wärme, ich brauche Zuneigung von Freunden, von Familie, ich brauche das alles. In New York ist man sehr schnell isoliert, das ist irgendwie eine vollkommen andere Geschichte. Und es gibt einen aggressiven Kampf und es gibt Interessensgemeinschaften, aber nicht Freundschaften in dem Sinn. Mag es auch geben, so habe ich erlebt, über 2,5 Jahre dort. Mhm. Und hier habe ich das, also hier, ich liebe unsere Natur, obwohl damit schlecht umgegangen wird, ich liebe unsere Kultur, obwohl damit manchmal schlecht umgegangen wird. Ich liebe die Menschen, obwohl manche ziemliche Deppen sind, aber ich liebe es hier. Ja. Ich bin gerne hier, sonst wäre ich irgendwo anders. Ja. Obwohl ich hier sehr viel Steuer zahle, wie alle, aber er hat mich sehr geärgert. Der Team hat vor kurzem geschrieben, er bleibt in Österreich, weil Österreich ist steuerlich so fair, zu ihm wird derzeit nur 20% Steuer. Ja. Also für mich ist die Frage eher auch noch die, wenn man jetzt sozusagen sagt, Österreich muss ja auch
bis zu einem gewissen Grad Entscheidungen fällen. Wir fällen immer Entscheidungen, wo wir Geld hineinstecken, wo wir sagen, das hat bei uns einen Schwerpunkt. Wir sind ein Land, das nicht überall alles machen kann, aber wir sollen natürlich klare Akzente setzen. Auf der anderen Seite brauchen wir auch eine große Breite, sonst haben wir nicht richtig aufgestellt. Sind wir da bei Kunstförderung im Allgemeinen so, dass wir sagen, eigentlich, wenn ein junger Mensch sich entscheidet, Künstlerin, Künstler zu werden, ist Österreich kein schlechter Platz? Oder würdest du sagen, naja, da würde ich zuerst einmal woanders hingehen? Zu meiner Zeit, noch früher, hat man in der Wissenschaft noch so gesprochen, hat gesagt, na, geh mal, vor allem in der Naturwissenschaft, geh mal ins Ausland und dann komm wieder. Heute würde man das nicht mehr so sagen. Heute ist Österreich sicher ein guter Platz, gerade für Naturwissenschaftler. Linz, Wien, überall sind ganz, ganz top Uni-Institute und so weiter. War nicht immer so unbedingt oder nicht in dieser Dichte. Wie siehst du das in der Kunst? Ich habe immer geglaubt, dass Subventionen abhängig machen. Mhm. Subventionen werden meistens von einer Regierung vergeben, beziehungsweise von Gremien, die von einer Regierung aufgestellt werden. Und ich muss ja kurz eine Geschichte erzählen. Wenn die Regierung 2000, Sie können sich erinnern, Schüssel und Haider, es gab Riesenaufschrei, sind durch die Künstlerschaft gegangen, durch die Gesellschaft allgemein. Dann kamen die Künstler zusammen, damals war ich noch mehr involviert. Und dann gab es die Diskussion, also wir können jetzt da kein Geld mehr nehmen, weil das Geld kommt vom Haider, das geht überhaupt nicht. Gut, okay, haben sich getrennt, nach 3 oder 6 Wochen, weiß ich nicht mehr, kamen wieder alle zusammen und haben gesagt, ja, aber Moment, wenn wir das Geld nicht nehmen, nehmen es die schlechten Künstler, das können wir nicht zulassen. Also nehmen wir das Geld. Aber was ich damit sagen will, ist, so gut es gemeint ist, ist es sozusagen immer auch ein Instrument, um Abhängigkeit zu schaffen. Mhm. Subvention. Es wäre viel gescheiter, habe ich schon so oft gesagt, wenn man Kunst abschreibbar macht. Langsam, also wenn die Investition in Kunst steuerlich Musik anders dargestellt wird. Oder Literatur, wenn das abschreibbar wird, wäre man sozusagen, wenn jemand bereit ist, einen Schriftsteller zu unterstützen, sagen wir mit 100.000 Euro, weil das ein armer Schlucker ist, und nicht weiß, wie er zurechtkommt, damit er gescheit schreiben kann, dann wird ihm das von der Steuer abgezogen. Mhm. Gibt es in Belgien so ein Modell. Da gibt es Filmförderung und Kunstförderung. Oder das Gleiche bei Kunst. Wenn ich sozusagen ein Kunstwerk kaufe um 30.000 Euro, von einem Jungen um 10.000 Euro oder 5.000 Euro, haben beide Freude. Der Sammler hat eine Freude, der kauft dann vielleicht sogar mehr und der Künstler hat eine Freude. Und es ist steuerlich abschaffbar, es ist leichter. Und man hat nicht das Gefühl, ich kriege jetzt von der Frau so und so, von der und der Partei und von der und der Partei ein Geld. Also das macht das hat in Österreich eine Partei jahrzehntelang großartig gemacht und hat sich so die gesamte Kunstklientel abhängig gemacht. Mhm. Ich meine, in der Grundlagenforschung haben wir schon das Thema, dass wir die Angst hätten, dass wir, wie soll ich das sagen, dass wir natürlich dann thematisch vielleicht auch dominiert werden könnten, weil Leute sagen, das interessiert mich, das fördere ich, das interessiert mich nicht, das fördere ich nicht. Also das kann ich glaubst du, dass das in der Kunst nicht so wäre? Das kann ich jetzt gleich widerlegen, weil es gibt bei all diesen Gremien gibt es verschiedene Fachleute, das sind Kunsthistoriker, das sind Ausstellungsmacher oder was auch immer, die eine bestimmte Vorstellung hat, da kommt wieder der Begriff der Instrumentalisierung daher, die wissen genau, wie Kunst zu sein hat. Wenn du dem Genüge tust und wenn du dann, in das Schema passt, dann kriegst du es, wenn nicht. Aber das ist genauso sozusagen eine Abhängigkeit. Ich verstehe, es würde es nicht ändern. Ich meine, wir haben in der Grundlagenwissenschaft immer dieses Argument, wir wollen nicht unmittelbar beweisen müssen, wofür es gut ist, sondern wir wollen es jetzt einfach mal machen, weil es Grundlagenwissenschaft ist. Und das sollte halt möglichst von all diesen, wie soll ich sagen, Interessen oder dem Markt oder der Umsetzung am Markt und so weiter unabhängig sein. Ich höre junge Künstler heute sagen, also ich produziere nicht für den Markt, sondern ich sage, okay, gehst shoppen, arbeitest bei der Post oder wo? Nein, aber ich kriege Subventionen, ich möchte Subventionen haben, weil der Staat hat eine Verpflichtung, uns das zu zahlen. Das ist meiner Meinung nach ein Irrweg. Mhm. Es ist ganz wichtig, wenn man jung ist, wenn man sozusagen der geschützte Platz der Universitäten, wo Gleichgesinnte, Gleichaltrige Dinge ausprobieren können, diskutieren können, entwickeln können, vielleicht ein paar Jahre später auch noch, ist ganz wichtig, dass sozusagen ein Nährboden bildet, also wie ein Humus, der sich da entwickelt, wo Dinge wachsen können. Aber irgendwann, man schleppt ja auch viele Leute mit, die keine Kraft haben, sozusagen das selbstständig zu machen. Die schleppt man bis zum 50er mit, dann kriegen sie keine Subventionen mehr, weil sie dann zu alt sind, oder bis 45. Und das sind dann die echt harten Fälle. Da hat die Johanna Kandl einmal gesagt, sozusagen, der Jugendbonus ist vorbei, was bleibt übrig? Nichts. Jetzt wird es bitter. Mhm.
Du, über dich wird gesagt, du tust jeden Tag, ich weiß nicht, ob das eine Art Tagebuch ist oder was auch immer, zeichnen. Jeden Tag zeichnest du irgendwas. Wenn ich Lust habe. Also nicht jeden Tag. Hat das und du hast auch gesagt zu dem Studenten, der dieses Papier am Boden geworfen hat, auch da jetzt wieder Vorsicht, weil ich habe es jetzt sozusagen, es ist auch ein Stück Arbeit und da ist man zu wenig Arbeit drinnen und ich mache so und so. Nein, da ist man auch zu wenig Überlegung drinnen, er konnte es auch nicht erklären, er konnte es nicht darstellen. Ich will auf die Frage hin, ist Kunst, wie muss man das vorstellen, wenn man auch so wie du sagst, man will ja einen Weg gehen, der aber viele, viele Jahre sich immer wieder neu erfinden, neu entwickeln, ein hartes Stück Arbeit, dranbleiben und nicht Rotwein, Käse, mir wird schon was einfallen und wenn mir was einfällt, lasse ich es euch wissen, absolut, bis dahin. Absolut, ja. Beinhard, immer wieder, noch immer. Ich muss mich jeden Tag bestätigen, ich muss sozusagen jeden Tag ankämpfen. Stehst du in der Früh auf, ziehst da so einen Mantel an und gehst? Ich stehe in der Früh auf, du nicht? Gut, die Frage war jetzt, geklärt, Erwin Wurm steht in der Früh auf. Aber wie stellen wir das vor? Du gehst in Niederösterreich, du hast ja da ein Refugium geschaffen, wo auch Platz ist. Das ist ja bei dir eine große Bedingung, arbeiten zu können. Also wo viel ja, weil ich Mitarbeiter habe, große Werkstätten, ja. Lastwagen müssen raus und reinfahren können. Wir sind ein kleiner... Und ist das, muss man sich das so vorstellen, dass du jeden Tag zur Arbeit gehst? Wenn ich in Österreich bin, ja. Bin ich jeden Tag da. Jeden Tag, weil es mich freut, weil es mich erfüllt. Was soll ich sonst tun? Es freut mich, es erfüllt mich. Ich habe eine Freude, wenn ich neue Dinge bearbeiten kann. Oft ärgert es mich wahnsinnig, oft bin ich frustriert. Ich kämpfe noch immer, jeden Tag. Mal ist es besser, mal ist es weniger gut. Ich kann mich nie ausruhen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich auf etwas ausruhen kann, was ich erreicht habe. Das kenne ich nicht. Erfolg einmal wirklich, wirklich da ist, dann sagst das du, das glaube ich nicht. Ja. Wenn du Leute anschaust, die angefangen haben, sich auszuruhen, da geht es bergab und zwar steil. Mhm. Das kennst du von dir. Mhm. Ich arbeite immer weiter. Nein, ich meine, du arbeitest ja auch immer weiter. Ja, mal schauen. Ja, aber was mich schon interessiert, weil jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich schon noch ansprechen will. Nochmal, wir wollen nicht über Politik reden, aber Kunst ist sehr schnell in dem Thema drinnen. Kunst hat auch eine Pflicht, eine Aufgabe. Missstände aufzeigen. Gesellschaftliche Vorreiter zu sein, Dinge vielleicht früher zu erkennen als andere oder Menschen ins Boot zu holen, die es aus irgendeinem Grund gar nicht erkennen wollen oder können. Sehen wir schon wieder bei der Instrumentalisierung. Nein, ich habe irgendwann einmal gesagt, ich habe das bei einer, ich weiß nicht mehr wo, ist eh wurscht, ich glaube an Freiräume, ich glaube an den Begriff der Freiheit. Und wenn man, also jetzt, das klingt so super bescheuert, ich weiß, weil wie wir Freiheit kennen, wir kennen sie von der Werbung, von der Marlboro-Werbung. Ich glaube, dass wir alle in Berufen stehen und sinnstiftende Berufe haben wollen, um ein sinnvolles Mitglied der Gesellschaft sein zu dürfen und sein zu können. Und ich glaube, in der Kunst hat man die Möglichkeit, der Realität und der Wirklichkeit Sinn zu entziehen und die zu hinterfragen. Und das interessiert mich. Und es klingt jetzt so sonderbar, was meint er, aber ich hinterfrage immer wieder Dinge. Ja. Ich versuche sozusagen, meine Themen sind ja jetzt nicht nur das Zu- und Abnehmen, es gibt so viele unterschiedliche Themen in meiner Arbeit und versuche sozusagen soziale Themen immer wieder zu hinterfragen. Was ist das? Kann man zum Beispiel den Begriff von Peinlichkeit, kann das eine skulpturale Qualität haben, Peinlichkeit oder Lächerlichkeit? Mhm. Oder, und da gibt es so viele Facetten und es ist, da bildet man sozusagen ein Universum und in dem wird dann vernetzt und gearbeitet. Ja. Mhm. Das heißt, für mich ist nämlich diese Frage deshalb auch so relevant, weil man das, ich hab nicht das Gefühl, dass man es so umdrehen kann. Man kann nicht sagen, du bist dann ein Künstler, wenn du was kritisierst, du bist dann ein Künstler, wenn du was aufzeigst. Das war nie so, und das, aber trotzdem gibt es manchmal Menschen, die sagen, den Anspruch muss man aber heben, die Kunst muss irgendwie gesellschaftlich aufreiben, provozieren. Auf der anderen Seite hast du gesagt, die Geschichte muss man kennen, um in der Gegenwart festzustellen, ob das, was man macht, sozusagen... Ich bin ein politisch denkender Mensch. Ja. Und ich kann mich wahnsinnig aufregen. Ich habe auch viele Interviews gemacht mit Politikern, wo ich mich aufgeregt habe. Es bringt nichts, außer dass ich mich aufrege und dass es mir Nerven kostet. Es verändert nichts. Das Einzige, was es bringt, sind Shitstorms, die ich nicht brauche. Ja. Und ich bin draufgekommen, es tut mir nicht gut, tut meiner Arbeit nicht gut, weil dann fragt man mich nur mehr über, was ich von dann und was ich von den politischen Dings halte. Ja. Und ich habe das aufgehört. Ich rede nicht mehr über Politik mit den Leuten. Okay. Die Frage, die ich dir gerne auch stellen würde, ist, wenn man jetzt, du reist so viel und Ausstellungen von Mexiko, New York, wo auch immer,
Wie sieht die Welt Österreich, wenn es zum Thema Kunst kommt? Sagt man da, ja, ich kenne den Erwin Wurm, der kommt aus Österreich. Man kennt den Handke, der kommt aus Österreich. Oder gibt es hier schon von außen den Blick, du, das ist ein guter Platz, irgendwie scheint es da? Also auf jeden Fall, es gibt in Österreich interessanterweise sowohl auf dem Gebiet der Literatur, als auch am Film, ich meine, Michael Haneke, als auch in der bildenden Kunst, West, Zornig, gibt es viele tolle Positionen, die international. Kann kein Zufall sein, oder wie sagen wir das, da muss irgendwas gut laufen. Ossowitzki, Haneke im Film, Handke, Jelinek, Literatur, ich glaub, das ist Wurm dieses, und viele andere. Es gibt ja so ein Klima, erstens einmal, es ist ein katholisches Land, das darf man nicht unterschätzen. Es hat den Barock hier gegeben, aufgrund dessen wurde der Expressionismus sehr groß und war wichtig bei uns. Und es hat sozusagen, es war 700 Jahre Monarchie, ein Beamtenstaat bzw. Polizeistaat und katholische Kirche zwischen diesen Machtblöcken ist das, was man österreichischen Charakter oder Seele oder wie man es nennen will, hat sich da entwickelt. Also das ist schon mal eine ordentliche Mischung. Ja. Die relativ selten ist. Danach, sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts, Hitler, ist sozusagen ein wesentlicher, ein wichtiger Teil unseres kulturellen Verständnisses, das Judentum vernichtet worden. Die waren immer, also wie man weiß, in Österreich ist ja, also es hat lange Zeit keine Sammler gegeben, weil, wie man weiß, das Kaiserhaus in Österreich und die Aristokratie hat restaurativ gesammelt, nach hinten, um die eigene Gesellschaft zu haben. In die Zukunft zu verlängern. Das Großbürgertum hat das. Also, weil Sie gemeint haben, das ist sozusagen Ihr elitärer Gesellschaftsanspruch und den wollen wir nur möglichst auch, verlängern. Die Gesellschaftsform zu verlängern, ja. Dann, das Großbürgertum hat die kopiert, das Kleinbürgertum die. So kam es zustande, dass es in Österreich zwar die Habsburger, die eine große Sammlung gegeben hat und sonst also sehr nach hinten gerichtete, sehr restaurativ organisierte Sammlungen gibt. Die Juden waren sozusagen vollkommen anders konstruiert, die haben zukunftsträchtige Sammlungen. Ich habe vor 25 Jahren war ich im Vorstand von der Sezession, das ist ja von Künstlern geführt, also in Wien, das Ausstellungshaus. Ja. Und da habe ich recherchiert und habe festgestellt, um die Jahrhundertwende, also damals 19. bis 20. Jahrhundert, hat man in Wien alles gesehen. Es gab Van Gogh-Ausstellungen, es gab Gauguin, all das. Und da wurden bis zu 45% der Arbeiten verkauft. War alles jüdische Klientel, die hat man vergast oder sind weg oder gibt es nicht mehr. Also ein großer Verlust. Langsam bildet sich etwas Neues. Langsam bildet sich etwas Neues, weil man sozusagen nicht mehr so restaurativ denkt, also nicht mehr, ich möchte jetzt sozusagen quasi die alte Gesellschaft wieder aufleben lassen, sondern weil man mitkriegt hat, es geht, muss woanders hingehen und langsam verändert sich das alles. Die Welt der Galerien, die Welt der Museen in Österreich ist gut aufgestellt? Ja, man hat dann politisch versucht, das wieder zu korrigieren, was schlecht war. Große Leistungen. Kann man halt nicht kanalisieren und in ein enges Gerüst stecken. Der Schröder, Albertina, sammelt nicht nur Zeichnungen und stellt nicht nur Zeichnungen aus. Oder die haben alle sozusagen unterschiedliches Programm gemacht. Plötzlich macht die Sabine Haag Gegenwartskunst gezeigt im Kunsthistorischen Museum. Und diese Vermischung ist aber gut gewesen. Absolut. Und das hat man, das hat man dann so versucht zu korrigieren und irgendwie in einem Konzept zu machen, du darfst nur das und du darfst nur das. Das ist immer der Tod. Also das wirkt Dinge immer ab. Österreich, die Museenszene in Wien und in Österreich war schon mal besser. Ah, okay. Ist jetzt nicht mehr so gut, aber kann wieder werden. Ja. Das schlecht ist auch nicht. Aber ein Thema, das viele Menschen juckt, wenn es um Kunst und Kultur geht, ist, müsste es nicht auch leistbar sein? Müsste nicht so sein, dass ich mir auch ein Bild leisten kann, dass ich mir oder eine Skulptur leisten kann? Und ist nicht sehr schnell der Erfolg mit so hohen Preisen verbunden, dass man sagt, das kann man sich als Privater eh dann nicht leisten? Ja, das stimmt. Ja? Gut oder schlecht? Problematisch. Weil man darf auch nicht vergessen, die Wohnungen werden auch immer teurer. Und es gibt in New York auch Wohnungen oder in Amerika um 100 Millionen, wie manche Bilder sehr teuer sind. Das ist halt leider so, es gibt auf dieser Welt, also das weiß man in Österreich nicht, wir werden immer ein reiches Land als reiches Land dargestellt. Wenn man hinausfährt, dann merkt man, hoppla, es ist ja ganz anders. Ich komme in Länder, das sind wirklich reiche Länder, wo Leute wahnsinnig viel Geld haben und Geld ausgeben, auch für Kunst, die man in Österreich nicht verkaufen kann. In Österreich kaufen halt vielleicht nur zwei Leute ein Bild, haben die Potenz und auch den Willen und das Verständnis, Kunst um 10 Millionen zu kaufen, sonst kauft es hier niemand. Der Mateschitz macht es nicht, unterstützt lieber Sport. Ist auch okay, das ist seine Welt. Ja. Der Benko macht es auch nicht, leider. Viele andere nicht, aber das ist in anderen Ländern vollkommen anders. Die Frage aber, ob
Kunst leistbar sein muss. Ich meine, es gab ja immer auch. Ja, was machst du? Willst du Obergrenz, Obermitte einziehen? Es darf nicht teurer sein als das und das, damit man es auch zu Hause hängen oder stehen haben kann. Kann ja auch nicht das Sinn zu sein. Es ist in gewisser Weise, der Gerd Richter hat das einmal sehr schön gesagt, es ist eigentlich fast vulgär, wenn Bilder so viel kosten. Es gibt halt Leute, die das Geld haben und die das dafür hinplatteln. Mhm. Und dann gibt es die Galeristen, die das zustande bringen, die Künstler so hinaufzuhören. Und dann kommt es auch dazu, also die teuersten Künstler sind in Amerika und in England, wo Ökonomien sowieso schon sehr reich sind und enorme Kaufkraft haben. Und die nächstteuersten Künstler sind chinesische, weil die Chinesen sich sagen, wir sind mindestens so gut wie Amerika, wenn nicht besser. Also müssen unsere Künstler auch mindestens so teuer sein, wenn nicht teurer sein als die Amerikaner. Darum her steigern die auch so rauf. Österreich hat eine Schnäppchenmentalität, eine Schnäppchenjägermentalität. Daher gibt es keinen einzigen Österreicher, nicht einmal der West, der solche Preise hat wie die alle. Also das hängt ja unglaublich zusammen auch, nicht? Mhm. Ich schaue schon ein bisschen auf die Uhr, Erwin, die Frage, mit der ich sozusagen einsteige in die letzte Karte, ist einmal die, wenn du sagst, es müsste sich in Österreich für die Kunstszene etwas verändern, oder sagst du, na, das ist gar nicht wahr, aber wenn ja, dann vielleicht das oder das. Ein bisschen angesprochen, Förderung haben wir schon, da bist du der Meinung, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Gibt es irgendwas, wo du sagst, na, das könnte schon empowern? Sei es jetzt, ich weiß nicht, Studienplätze für Studentinnen noch zu steigern, mehr Kunstbildung in der Schule, mehr Verständnis in der Gesellschaft, doch mehr Geld, doch mehr Galerien, doch mehr Museen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, naja, an dem könnte man arbeiten? Wir sehen das immer auch ein bisschen aus der Perspektive Oberösterreich. Der Herr Landeshauptmann hat heute schon gesagt, es wird da nächste Woche wieder eine Ausstellung eröffnet. Wir sehen uns auch ein bisschen als Think Tank, der das Land Oberösterreich auch natürlich über diese Grenzen hinaus berät. Würdest du sagen, naja, pass auf das könnt ihr schauen, da kann man einen Hebel setzen, wenn man in die Richtung was tun will. Also ich sage es was Radikales, wofür mich die Leute wieder schelten werden und schimpfen werden. Wie ich unterrichtet habe an der Angewandten, bin ich draufgekommen, ich habe eben 70 Studenten gehabt, im Laufe der Jahre waren es wahrscheinlich, weiß nicht, 120 oder was. Sehr gute, weniger gute, richtig schlechte. Die sehr guten haben mich nicht gebraucht. Okay. Die finden ihren Weg allein. Der Rest hängt sich oft an wie nasse Wäsche. Und aus denen wird aber allen nichts. Weil sie die Kraft nicht haben, weil sie auch nicht wollen in Wahrheit, weil sie ängstlich sind, weil ihnen die Eltern sagen, wer lieber Lehrer, und weil sie einfach vorsichtig sind. Ist ja alles berechtigt, ist alles wunderbar, ist kein Thema. Okay. Nur denen erspart man Leid, weil wenn man mit 20 keinen Erfolg hat, ist es wurscht, mit 30 ist auch egal, mit 40, weil Erfolg heißt ja auch kein Geld und man kann die Brötchen nicht kaufen und kann die Kinder nicht in die gescheiten Schulen schicken. Wenn man das mit 50 hat, ist es schon zum Verzweifeln. Mhm. Und mit 60 ist eigentlich eh schon alles vorbei und dann ist man nur mehr verzweifelt. Und eigentlich müsste man die Leute davor schützen. Das klingt jetzt so provokativ, aber es ist so. Mehr Ehrlichkeit. Ich kenne genug Leute, die in meinem Alter sind, die nichts verkaufen, die nichts haben, die nicht wissen, wie sie nächste Woche die Miete, nächsten Monat die Miete zahlen. Die leben von ihrer Frau, was für die Freundschaft oder Ehe nicht gut ist. Mhm. Der Schluss aus der Wortmeldung, die du, ich glaube, ist der, mehr Ehrlichkeit mit dem Umgang von diesen Emotionen oder mehr Mentorleistung, dass man sagt, Mentoren haben auch die Aufgabe, da sich hinzustellen und ganz ehrlich einmal zu sein oder so. Aber auf der anderen Seite, man kann es so schwer abschätzen. Ganz kurz, ich glaube, wenn junge Leute in sich den Drang zu spüren, Künstler werden zu wollen, meistens hängt es mit einer Vorbildwirkung zusammen. Die sehen den Chef Koons, der super teuer ist, der ein tolles Leben hat. Wow, das mache ich auch. Logisch, klingt gut. Aber das soll nicht Ziel sein. Das soll nicht sozusagen der Antrieb sein, weil der Antrieb, das haut nicht hin, sondern man muss sozusagen sich klar sein, dass man da in eine Welt geht und man zu 90% einer prekären Situation ausgesetzt ist und so leben wird. Mhm. Und man muss sozusagen bereit sein, das auf sich zu nehmen und zu sagen, mir ist das vollkommen wurscht. Ich möchte da auf diesem Gebiet was erreichen, weil es mich wahnsinnig interessiert und das möchte ich machen. Und das müssen die Leute selber machen. Da sind Schulen gut da, um Stützen zu geben und sozusagen sie hinauszuführen und Bedingungen zu schaffen, damit die arbeiten können und damit sie Gleichgesinnte, Gleichaltrige diskutieren können und diesen Freiraum haben. Dafür ist es gut, aber Schulen machen keinen einzig guten Künstler. Mhm. Hast du in deinem Leben so Phasen gehabt, wo du dann
Und auf welches Mittel hast du dann zurückgegriffen? Lehrerinnen und Lehrer, Mentoren, wenn man in so einem Tief ist und sagt, jetzt merke ich gerade, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bin ich am richtigen Weg. Wie kommt man da drüber? Wie macht man das? Gleichgesinnte. Das hast du schon gesagt. Ja, genau. Diskussionspartner, also, ja? Hinterfragen, Frage stellen, diskutieren, Schmerz erleiden, durchwinden, durchhalten und weitermachen. Ja. Wir haben das in der Wissenschaft durchaus auch, dass wir sagen, es gibt so ein bisschen eine Welt, die wir bespielen, die man manchmal nicht ganz hundertprozentig nach außen tragen kann, weil das nur verstanden wird in dieser Runde und dann muss man sich halt in dieser Runde immer regelmäßig treffen, um sich gegenseitig auch zu bestärken, ja, dass man nur am richtigen Weg ist. Das hat schon so etwas, ja, auch, oder? Das ist, und ich habe auch gelernt, dass Leute, die sozusagen beratungsresistent sind oder die sozusagen nicht bereit sind zu sagen, ja, das ist vielleicht jetzt wirklich noch gut, nicht gut, die haben meistens nicht viel Chancen. Mhm. Also man muss schon die Fähigkeit mitbringen, auch Selbstkritik sagen zu können, das ist jetzt wirklich nicht gut. Und warum? Passiert ja jedem. Ist mir so oft passiert. Es gibt also wirklich genug Arbeiter von mir, die schlecht sind. Ja. Und die tut es mir leid, aber leider so, wie sie in die Welt gesetzt. Die wäre es nicht mehr los. Aber es ist halt so. Kann es sein, dass etwas, was du einmal schlecht eingeschätzt hast von dir oder auch andere von dir schlecht, später als gut eingeschätzt hast? Ja, das gibt es auch. Weil ich muss sagen, in der Wissenschaft bin ich mittlerweile vorsichtig. Das, was ich... Ja, ich weiß. Es waren dann oft später große Entdeckungen. Ja, es ist alles. Und mich geärgert, nicht? Also es gibt ja viele Menschen, die tolle Sachen entdeckt haben, aber gefunden haben es dann die anderen. Die Frage so gegen Ende immer geht in Richtung, wir haben ein Element bei Academia Superior, wir nennen das Surprise Factors. Surprise Factors ist das Unvorhersehbare. Aber wir wollen es ein bisschen retrospektiv betrachten. Vielleicht fand es da mal ganz kurz, was waren Dinge in deinem Leben, die, und ich meine jetzt Berufsleben, wo du sagst, das hätte mir niemand vorausgesagt, das hätte ich nicht vorausgesagt, hatte aber einen entsprechenden Einfluss auf das, was passiert ist. Wenn du so zurückdenkst, gibt es da sowas, wo du sagst, schau her, hoppala. Die One-Minute-Captures. Also warum war das so? Ich war in einer depressiven Phase und wollte ich schon lange machen, aber ich habe irgendwie ein Jahr gar nicht gearbeitet, wegen aus persönlichen Gründen, Scheidung und Eltern und Kinder alle weg. Und konnte nicht arbeiten und dann war mir plötzlich alles wurscht. Und dann habe ich sozusagen etwas gemacht, was dann das Resultat waren Mini-Sculptures. Und ich habe nur kurze Zeit in meinem Leben irgendwie Notizen gemacht, also Tagebuch geführt und irgendwie habe ich das immer wieder gesehen und da steht dann drinnen, also da habe ich eine Ausstellung gemacht, habe diese Fotos gemacht und da habe ich dann geschrieben, also ich weiß nicht, ob das gut ist und keine Ahnung und so. Also war sehr zweifelhaft und dann ist es aber irrsinnig losgegangen, international und vollkommen unerwartet und auch nicht berechnet oder was. Das gibt es. Welche solcher Surprise-Faktoren kennst du in deiner Branche, die wir noch nicht kennen, die auf uns zukommen? Gibt es irgendwas? Ja, ich kenne zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass Schmerz, also ich habe es gehasst, also ich muss auch jetzt sagen, ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich sage, es gibt ja diese Idee der Sublimierung, dass man großen Schmerz, der einen widerfährt, sublimieren kann und daraus Kraft schöpfen kann und etwas machen. Und das fand ich immer eine romantische Idee des 19. Jahrhunderts. Mir ist das passiert. Und es war gerade das Gegenteil. Es hat was ergeben, was mich wahnsinnig nach vorne gepusht hat. Mhm. Das war eine riesen Überraschung. Gibt es irgendwelche künstlerischen Richtungen, die am Horizont auftauchen, aus irgendeiner Weltecke des Planeten? Immer wieder. Es gibt so viele junge... Wo du sagst, Leute, das wisst ihr in Oberösterreich noch gar nicht, das wird kommen. Es gibt so viele junge, tolle Leute, die wirklich tolle Sachen machen. Die jungen Leute versuchen ja auch so weiterzuarbeiten, dort, wo wir gearbeitet haben, uns zu überholen und weiterzuarbeiten. Großartig, da kann man nur mit offenem Mund zuschauen und applaudieren. Hat die Digitalisierung oder die digitale Transformation... Für mich nicht. Für dich nicht. Aber generell weltweit, siehst du irgendeine künstlerische Reaktion auf Internet of Things oder digitale Transformation? Ars Electronica, das habt ihr super abgedeckt. Ars Electronica war schon weit, bevor die gewusst haben, was das ist. Hallo. Ich sehe da nicht, aber vielleicht bin ich auf dem Auge blind. Ich sehe es vielleicht nicht. Aber da, wo ich mich bewege, in dem Ausstieg im Museumskontext, wenig, marginal. Okay, das ist interessant. Gibt es etwas, wo du sagst, das muss erwähnt werden, das wird der Erwin Wurm machen, das wird uns überraschen in naher Zukunft, in späterer Zukunft irgendwann, wo du jetzt sagst, Leute, mit dem habe ich nicht gerechnet, das werde ich bringen. Ich werde nicht mehr Vater. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wir wollten ja so Preisfaktor. Aber sonst bist du oder arbeitest du an irgendwas, wo du sagst, Leute, ich erzähle es euch nicht, aber ihr werdet schon sehen. Ja, nein, diesen Fehler mache ich nicht mehr. Ja. Also dem nicht. Aber so. Ich arbeite weiter. Das ist gut.
Lieber Erwin, das Wichtigste hast du schon als Schlusssatz gesagt. Das Wichtigste für uns in Österreich ist, dass so jemand wie der Erwin Wurm weiterarbeitet, dass wir stolz darauf sein können. Besonders stolz darauf sind wir natürlich, dass du uns heute von dieser Tätigkeit hier in Linz erzählt hast. Wir werden es mit Begeisterung weiterverfolgen. Wir werden jedes Mal, wenn es auf Erwin Wurm zu sprechen kommt, sagen, er ist einer von uns, er ist aus Österreich. Du kennst, wenn es schon um Instrumentalisierung und Vereinnahmung geht, dann machen wir das allerweil. Für heute einmal bedanke ich mich im Namen der Academia Superior, im Namen derer, die heute zugehört haben. Und der tosende Applaus, der jetzt sozusagen folgt, ist natürlich einerseits für deine Arbeit, aber vor allem für diesen wunderbaren Abend. Herzlichen Dank. Applaus